Teen Teaching, so heißt das neue Kabarett von den beiden Lehrern Andreas Ferner und Markus Hauptmann. Ich begrüße Sie zur großen Premiere hier im Orpheum in Wien. Schön, dass Sie mit dabei sind. Passend zu Schulbeginn läutet die Glocke. Pardon, werden die zwei Lehrer Ferner und Hauptmann vom Publikum eingeklatscht. Pausenglocke ist jetzt total out. Man macht gemeinsam Unterricht und da hört man auf, wenn man fertig ist. Na, die Glocke sind die Leute draußen, die draußen stehen und schon hysterisch schreien. Die machen nicht bim, 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 sondern die machen Aah! Wir brauchen keine, die Leute wissen, wenn wir anfangen. Wir werden, glaube ich, im besten Fall den Ferner und mich sehen. Und im schlechtesten Fall nur den Ferner, weil ich vorher kollabiere hinter der Bühne. Und das kann durchaus sein. Also lasst euch überraschen. Also wir machen also Team-Teaching, weil normal unterrichten ist voll 90er. Ja? Und wir machen das auch total gerne, weil wir es gut finden. Und weil es Englisch ist und wir deswegen erst viel zu spät verstanden haben, was das eigentlich ist. Okay, jetzt die Wahrheit. Team Teaching ist der neueste heiße Shit vom MC Leiner Schulinspektor. Aus der Sicht der Lehrer wird heute erzählt. Aufzeigen wollen die beiden Herren, wie Lehrer wirklich sind. Da, das Publikum, das kann ja recht erbarmungslos sein. Ne? Also wenn es jetzt wirklich nicht lustig ist und es ist hier stille und stumm, dann ist es schon ein bisschen peinlich. Ne? Das heißt, heute ist es umgekehrt. Heute werden die Noten anderswertig vergeben. Ganz genau, ja. Jetzt müssen die da oben auf der Bühne ein bisschen schauen, wie sie von uns benotet oder beurteilt werden. Ja? Von vornherein war klar, dass sich niemand das Lachen verkneifen konnte. Im Nachhinein gesehen konnte so mancher ehemalige Schüler über seine eigene Schulzeit lachen. Ich habe keinen meiner Lehrer vermisst bis heute. Und manchmal, wenn wir einen über den Weg laufen, erschrecke ich. Das heißt, Sie hatten kein gutes Verhältnis zu den Lehrern? Doch, ich schon, aber ich weiß nicht, ob Sie es mit mir so hatten. Nein, ich war nicht gerne in der Schule. Lehrer habe ich mögen, welche die es waren. Es ist wie überall. Es ist wie überall, es gibt leibende Lehrer und es gibt wirklich schlechte Lehrer. Also ich möchte mich an meine Schulzeit zurückerinnern. Es ist lange her, Gott sei Dank ist es lange her und ich bin froh, dass es vorbei ist. Und ich habe wenige gute Erinnerungen an meine Schulzeit, aber ich glaube, das geht vielen so.